Mit dem Moderator. Michael, kommt! Hallo! Max! Muss ich irgendeine Einleitung sprechen? Was? Muss ich eine Einleitung sprechen, Andres? Ja. Matthias, hol doch mal den Michael her. Was will der Michael denn? Michael, wir wollen doch den Maxis interviewen. Der kann doch nicht alleine stehen. Das kann doch nicht. Läuft das Band schon? Ja, natürlich läuft das Band. Okay. Max, Entschuldigung, ich sehe das los. Michael, jetzt komm noch mal bitte kurz. Ja, das ist doch mein Max. Michael, bitte. Michael, komm da rein. Ich muss jetzt hier ein Interview führen und habe keine Ahnung. Ja, also gut, okay. Kannst du nicht nur im Bistro sitzen den ganzen Tag? Das stimmt. Also zusammengebaut 2022 sind wir hier. Es findet endlich wieder mal statt nach 3 Jahren Pause, ungefähr so. Ich stehe hier vom Modell von Max Mohr. Er hat hier irgendwas mit Star Wars zusammengebaut. Kleines Wortspiel, ne? Also ist klar. Ja, möchtest du dazu was sagen? Wir sehen dein Modell hier. Warte mal, die Kamera muss. Wir sehen hier so eine Angriffsszene aus Star Wars. Vielleicht beschreibst du dazu etwas, genau. Bisschen, was du hier abgebildet hast oder zusammengebaut hast. Ja, also das ist die Angriffsszene der imperialen Armee auf Hoth gegen die Rebellenallianz. Und ja, das Herzstück ist natürlich hier der große AT-AT. Aber ja, ich habe versucht, hier so die ganzen aktuellen Star Wars Hoth-Sets möglichst einzubauen. Ich habe ein paar von den Snowtrooper Battle Packs eingebaut und dann noch den Hoth AT-ST, AT-AT natürlich und so ein paar kleinere Rebellensachen noch. Und ja, habe dazu ein bisschen Kulisse noch gebaut, eine kleine Wampa-Höhle und versucht ja, die ein oder andere nette Anspielung noch mit reinzubauen. Sieht sehr schön aus, wenn wir das im Detail betrachten. Gute Ausarbeitung. Ich glaube, die Szene ist dann so ein bisschen mehr. Da gibt es von den Großen hier noch ein paar mehr, glaube ich, in der Angriffsszene. Aber ja, das vielleicht. Nee, aber sonst sehr schön. Magst du eine Frage stellen? Das ist ein Interview. Ich habe doch schon gefragt. Er hat doch ein Interview. Ja. Vielleicht filmst du noch mal in die Höhle rein. Da ist auch so, kann man hier was sehen. Ein Eisbär oder sowas ähnliches. Und eine Fledermaus. Oder möchtest du das richtig stellen? Was das so ist? Also da in der Höhle befindet sich ein Wampa. Das ist diese Art Yeti da drin. Und hier oben an der Decke hängt noch Luke Skywalker, der sich da gleich befreien wird, indem er mit der Macht sein Lichtschwert zu sich zieht und den Arm des Wampas abschlägt. Ja genau, man sieht hier auch das Lichtschwert, wenn man von oben drauf guckt, glaube ich. Hier. Oder? Das ist das Lichtschwert. Genau. Was kann man sonst noch vielleicht für Details erkennen? Vielleicht kannst du uns dazu noch was sagen. Ja, also ich habe hier ein paar Schneemänner noch eingebaut. Hier hat man einen Schneemann mit Rebellenhelm, mit dem Helm eines Rebellenpiloten. Da hinten befindet sich noch ein Astromech-Droide als Schneemann inklusive Zylinder. Die sind aus den Star Wars Adventskalendern. Genau, hier haben wir noch einen imperialen Suchdroiden. Und vielleicht als kleinen Gag ist hier noch ein Eishockeyspiel zwischen den Rebellen und den Snowtroopern. Und genau. Dann haben wir noch so ein paar Speederbikes, den AT-ST natürlich noch. Und ja, sonst relativ viel Kriegsszenerie mit Schützengräben und ja, Rebellen, die da alles geben mit ihren Kanonen und genau. Ja, hier hängt noch jemand Oranges runter. Ja. Wer soll denn das sein? Ja, das ist natürlich der Luke Skywalker, der da gleich einen Thermaldetonator in den AT-AT werfen wird und den somit zerstören wird. Und genau, der hängt da mit seiner Seilwinde runter. Genau. Gut, ich sehe, dass wir haben alle Fragen beantwortet. Ja, der Andres ist hier natürlich auch noch eingebaut. Hast du ihn denn schon gefunden? Den Andres hast du noch eingebaut. Tja, Andres hat lange Haare. Ah, da ist er ja, hier. Die Kamera hat ihn schon gefunden. Ich muss natürlich erstmal drumherum gehen. Von diesem Winkel konnte ich ihn leider nicht erkennen. Ja, danke schön für diese schöne Impressionen deiner Ausstellungsstücke und ja. Ja, vielen Dank. Von der Zusammengebaut 2022.